mit unserer Fußballexpertin Birgit von Benzel. Grüß dich, guten Morgen. Sag mal, guten Morgen. Bist du Deutschland-Fan oder was? Ja, bin voll gut drauf eingestellt. Und vor allem die Stimme auch. Ich glaube, ja, vom Feiern, ne? Gefällt mir gut. Die Jungs haben gestern erstmal einen lauen wahrscheinlich. Regeneration auf jeden Fall, aber es gab ein Training, aber einfach die Muskeln wieder locker kriegen. Und als Belohnung durfte die Familie kommen. Die sind sogar noch da bis heute Vormittag. Und dann hat sich Nagelsmann was ganz Besonderes überlegt. Mittags gab es nämlich einen Döner. So, und wenn ihr die Bilder jetzt gleich seht, dann bekommt ihr ganz sicher Hunger. Mit ganz viel frischem Gemüse natürlich. Sternekoch Schmaus hatte mal Pause. Und die Regeneration gestern war natürlich eben auch angesagt. Mhm. Ja. Lecker, oh, wie lecker, ja, oder? Ja, jetzt habt ihr Hunger. Ihr seid ja auch schon ein bisschen wach. Scharf, scharf. Ja, ist sehr, sehr scharf, bitte. Sehr scharf. Mit Knoblauch. Ja, auch mit Knoblauch. Das Wochenende steht ja vor der Tür. So, und jetzt aber wirklich, also jetzt ist es Freitag. Jetzt volle Konzentration auf die Schweiz am Sonntag, 21 Uhr. Genau so ist das. Und die werden auch nicht nachgeben. Nagelsmann hat gesagt, also bloß nicht den Biss, den Flow verlieren. Und das hat noch einen anderen Grund, denn man will unbedingt Gruppenerster werden. Zum einen wollen sie zeigen, was sie können. Es ist die EM im eigenen Land. Mhm. Zum anderen bekommen wir dann vermeintlich den besseren Gegner, den leichteren. Und das können wir uns jetzt einmal angucken in einer Grafik, damit es da. Mhm. Also Achtelfinale spielen wir nicht gegen Spanien. Die haben ja gestern wirklich sehr gut gespielt. Aber im Viertelfinale drohen sie uns. Weil, wenn wir Gruppenerster werden und durchs Achtelfinale kämen, und Spanien auch, wovon wir jetzt mal ausgehen, dann wäre es dann im Viertelfinale soweit. Ich finde, das sind im Moment so die zwei besten Mannschaften. Das wäre richtig unfair. Aber jetzt denken wir erstmal ans Achtelfinale und an Sonntag. Spiel gegen die Schweiz. Wer wäre dein Traumgegner? Ja, so Serbien oder sowas wäre würde ich nehmen. Wäre ganz schön. So, Nagelsmann hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Musik spielt nämlich eine ganz große Rolle für das Team. Was wird da so gehört? Wie stimmen sich die Jungs ein? Also richtig in ist gerade Contra K. Und zwar das Lied Erfolg ist kein Glück. Ach. Und manche kennen das nicht, darum hören wir jetzt einfach mal rein. Mhm. Erfolg ist kein Glück, sondern das Ergebnis vom Blutschuss. Ja, also das ist Motivation. Der Nagelsmann sagt, da ist viel Wahrheit drin, da kann ich alles unterschreiben. Aber das finde ich auch, ihr hört das schon länger. Mhm. Und die sind so heiß auf diesen Song. Also er motiviert wirklich, wenn man den so richtig schön laut hört. Keine Helene Fischer, sondern Contra K. Ja. Und vor dem Stadion, also bei Schottland im Stadion ist er dann auch gelaufen. Das hat sich die Nationalmannschaft gewünscht. Ja, cool. Sehr gut. Und Contra K findet das auch cool? Weil die sind ja manchmal so ein bisschen Picky auch so Rapper? Der findet das so cool. Er ist nämlich so ein großer Fußballfan, hat eine Dauerkarte für Hertha. Und wir haben ihn gefragt, er ist gerade beim Hurricane Festival in Norddeutschland in Schlesel. Und er fühlt sich wirklich geehrt und findet das richtig, richtig toll. Nein. Kann ich mir auch vorstellen, wenn man Fußballfan ist und die Nationalmannschaft steht auf den Sand. Klar, mega. Ja. So, jetzt kennen wir also die musikalischen Favoriten unserer Spieler. Welcher EM-Song macht denn, also welcher EM-Song ist es denn bei den Fans? Weil da gibt es ja auch einige. Ja, ja. Und es ist klar, völlig losgelöst. Also ich kriege da mehr Gänsehaut tatsächlich. Die ganze Zeit. Aber es gibt noch viel mehr. Ja, also ich habe einen Geheimtipp für euch und der ist so lustig. Lovely und Monty. Und auch da schauen wir einfach mal rein. Das ist so gut. 14 Uhr, Slowakei gegen die Ukraine. Anschluss 15 Uhr und um 20.15 Uhr dann das EM-Studio mit Jana Wosnitzer. An dieser Stelle gute Besserung an Jan Köppen. Der ist nämlich leider krank. Alle Emotionen aus dem Land und Einschätzungen von unseren Experten. Dir lieben Dank. Dankeschön. Und wir freuen uns auf Sonntag. Ja, ich auch.